Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute soll es einmal darum gehen, wie du deinen passenden Reiki-Lehrer oder deine passende Reiki-Lehrerin finden kannst. Und klar, ich denke, das macht heutzutage fast jeder. Wir gehen erstmal schön ins Internet und dann guckt man, was es so in der Umgebung gibt und welche Namen da auftauchen, zum Beispiel Reiki Frankfurt oder Reiki Bremen, Reiki München und so weiter, Reiki Heidelberg. Und dann wirst du sehr schnell sehen, dass es da wirklich extrem viel zu entdecken gibt. Eine Freundin von mir, die hat mal schon Jahre, bevor wir uns kannten, recherchiert und die hat festgestellt, dass es hier in Eberbach, was jetzt wirklich nicht so besonders groß ist, über 200 Reiki-Meister gibt. Also das heißt, die Auswahl ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber ich vermute, es gibt wirklich sehr viele Reiki-Meisterinnen und Meister, deswegen ist die Auswahl wahrscheinlich eher extrem groß, als dass sie absolut gering ist. Und deswegen hast du auch so ein bisschen, sag ich mal, dann natürlich die Qual der Wahl, weil willst du lieber dahin gehen oder vielleicht doch hier, ja, und dann ist es natürlich klar, dass wenn du Reiki jetzt neu lernen möchtest, du keine Erfahrungswerte hast und du so ein bisschen irgendwie am Stochern bist und guckst und vielleicht nicht so recht weißt, wie du jetzt eigentlich weitermachen sollst. Und ich denke, dass es wirklich gut ist, wenn du dir Zeit lässt, einen Reiki-Lehrer zu finden. Also nicht so nach dem Motto, oh, dieses Wochenende habe ich frei und ja, ich gehe jetzt mal schnell ins Internet und guck mal, was es hier so für Reiki-Lehrer gibt in meinem Ort und dann gehe ich da morgen mal schnell hin. Das kannst du natürlich machen und klar, ist auch eine Erfahrung und ein Experiment, aber ich würde dir, weil Reiki lernen wirklich was Besonderes ist, eher davon abraten, das zu tun. Das ist einfach, denke ich, eventuell doch, ist es dann nicht so, wie du es dir vorgestellt hast und ja, also da kann viel schief gehen und ich kann dir wirklich nur sehr empfehlen, dass du dir Zeit nimmst und dass du auch guckst auf der Website, was gibt es denn über meine Reiki-Lehrerin oder meinen Reiki-Lehrer? Wie ist das Foto? Ist mir diese Person überhaupt sympathisch? Oder denke ich irgendwie, nee, ich weiß nicht, irgendwas stört mich, irgendwie seltsam. Also auf solche intuitiven Sachen würde ich dir raten, wirklich gut zu achten und das nicht irgendwie so beiseite zu kehren, so nach dem Motto, ja, naja, ich will ja niemanden anhand von einem Foto vorverurteilen, weil darum geht es hier gar nicht, sondern es geht einfach darum, welches Gefühl du hast. Und toll ist natürlich, wenn sich jemand dann viel zeigt, weil du dann mehrere Bilder hast und cool ist es, wenn es Videos gibt und Podcasts und alles Mögliche, dass du immer wieder dir einen Eindruck von der Person machen kannst und das auch einfach mal über ein paar Wochen vielleicht beobachten kannst. Wie ist denn die oder derjenige so drauf und habe ich so das Gefühl, dass sich zwischen uns irgendwie ein guter Draht entwickeln könnte, wenn ich das jetzt einfach mal so beobachte anhand der Videos und Fotos und Podcasts, die ich da sehe. Und klar ist es natürlich auch nützlich, wenn du schaust, was gibt es denn vielleicht geschriebenes, Artikel oder ein Blog oder vielleicht Bücher, die diejenige geschrieben haben, einfach damit du mal schauen kannst und auch einschätzen kannst, ja, wie ist denn das so? Ist das jemand, der schon lange Reiki macht oder der sich intensiv damit beschäftigt hat oder was macht denn die Reiki-Meisterin oder der Reiki-Meister sonst noch so? Haben die noch andere Dinge, die die machen und wie finde ich das? Und solche Dinge. Also ich glaube, dass das wirklich was ist, was dich weiterbringt und du für dich auch überlegst, was ist dir denn eigentlich wichtig bei einem Reiki-Meister und einer Reiki-Meisterin? Zum Beispiel alleine ja schon, das Geschlecht ist so eine Sache. Manche Leute sagen, ja, nee, ich will da unbedingt zu einer Frau. Andere sagen, nee, ich möchte lieber zu einem Mann. Und alleine diese Frage schon zu klären für dich
oder zumindest zu sagen, ich gucke sie mir alle an, aber eigentlich habe ich da schon eine Präferenz. Das ist, denke ich, schon mal eine gute Sache, wenn du dir darüber einfach im Klaren bist. Oder auch, will ich jemand Jungen? Oder ist es mir einfach mega wichtig, dass derjenige schon 20 Jahre lang Reiki macht? Auch das sind solche Sachen, die du einfach für dich im Kopf behalten kannst. Denn je besser du weißt, was du möchtest und was du brauchst, desto einfacher und gelungener, sag ich mal, kann dann am Ende auch deine Auswahl sein. Also zum Beispiel ist es bei mir so, mir ist eigentlich relativ egal, ob Mann oder Frau, aber was ich festgestellt habe, ist, ich bin halt Historikerin und mir ist es einfach wichtig, dass wenn ich bei jemandem im spirituellen Bereich lerne, derjenige auch einen wissenschaftlichen Ansatz hat und die Dinge eher bodenständig angeht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich, das ist für mich persönlich einfach nichts, weil ich bin nicht jemand, der irgendwie so mega abgehoben ständig in höheren Sphären schwebt und dem es egal ist, ob Dinge jetzt wissenschaftlich nachvollziehbar sind oder nicht. Also gerade auch, was so geschichtliche Sachen angeht, ist es halt einfach so, dass ich für mich gemerkt habe, ich brauche jemanden, der diese Tradition kennt, der die versteht, der mir da was beibringen kann und wo ich einfach merke, ja, da ist wirklich Fachwissen dahinter. Und ich denke, so hat wahrscheinlich jeder Mensch, auch du, so gewisse Dinge, die ihm einfach total wichtig sind, ob das jetzt die fachliche Ebene ist oder auch die persönliche. Da ist es für mich persönlich sehr wichtig, dass meine Lehrerinnen und Lehrer im spirituellen Bereich Empathie haben und Einfühlungsvermögen. Also ich möchte da nicht irgendwie kühl behandelt werden. Der persönliche Draht und dass das irgendwie eine Wärme hat, das ist mir persönlich da sehr, sehr wichtig. Und ja, all diese Fragen, die kannst du für dich mal so klären, auch vielleicht ja sogar aufschreiben, dass du sagst, ja, also im persönlichen Verhältnis ist mir das und das wichtig und im fachlichen das und das. Und ja, ob du gerne einen Reiki-Meister oder eine Meisterin möchtest und was für ein Alter oder wie viel Erfahrung du dir so in etwa vorstellst. Und dann kannst du da einfach mal gucken und du musst das, was du dir da notiert hast, ja auch nicht in Stein meißeln, sondern wenn du dann jemand anderen findest, der da vielleicht in irgendeinem Punkt abweicht, aber den du sympathisch findest und wo du sagst, da könnte ich mir das aber auch echt gut vorstellen, hey, das würde doch eigentlich megamäßig passen zwischen uns, dann kannst du dich ja auch sozusagen im Kurs korrigieren, den du da eingenommen hast. Und klar ist es toll, dass du bei aller Beobachtung, die über das Internet heutzutage möglich ist oder wenn du die Bücher deiner Reiki-Meisterin, deines Reiki-Meisters liest oder die Artikel und so weiter, du dann irgendwann, bevor du zum Seminar gehst, auch die oder denjenigen persönlich kennenlernen kannst. Das würde ich dir sehr empfehlen, dass du einfach dich dort mal meldest und um ein persönliches Gespräch bittest. Da gibt es so viele Möglichkeiten per Telefon oder auch per Videokonferenz heutzutage, wo man sich einfach mal spricht. Oder du könntest natürlich auch sagen, ja, also es gibt viele Leute, die so sind, andere sehen das nicht so. Es ist halt unterschiedlich, je nach Person und auch Situation. Manche sagen, naja, so einen ersten Grad, das kann man schon mal machen, ja, das probiere ich einfach aus. Und andere sagen, was, nee, einfach so zum ersten Grad gehen, das mache ich nicht, weil da ist mir das finanzielle Risiko zu hoch, wenn das dann nämlich nichts ist und dann habe ich da so viel Geld ausgegeben oder bin weit gereist und alles und das ist mir dann irgendwie zu unsicher. Dann könntest du ja auch mal gucken, wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer kleinere Seminare anbieten, die vielleicht einfach günstiger sind und mal so einen Abend gehen. Und das muss dann auch nicht unbedingt Reiki sein, das kann irgendetwas sein, was dich interessiert und dort bei dieser Person im Angebot ist ein Meditationsabend zum Beispiel. Ja, da kann man wenig falsch machen. Dann kannst du dort einfach mal hingehen und das ausprobieren. Oder du machst beides. Du machst einen Telefon- oder Videotermin und dann gehst du mal zu so einer kleineren Veranstaltung, um dich sozusagen ranzutasten. Und wenn du dann wirklich ein gutes Gefühl hast und sagst, boah, ja, das könnte ich mir vorstellen, dann
ist es natürlich schön, dass du jemanden gefunden hast und dann natürlich auch sagen kannst, ja, da gehe ich jetzt mal zum ersten Grad. Und ich sag mal, so ein Prozess, sich da so ein bisschen Zeit zu geben, das ist ja jetzt keine monatelange Prozedur, sondern das reicht ja, wenn du das irgendwie mal vielleicht eine Woche beobachtest und dir dann einen Termin machst. Und ja, gut, wenn du vorher hin willst, muss es halt ein passendes Einsteigerseminar geben, aber vielleicht reicht dir ja auch das persönliche Gespräch und dann kommst du zu deinem ersten Grad-Seminar in Reiki. Und das ist natürlich was mega, mega Besonderes, Reiki zu lernen, gerade wenn es wirklich so das erste Mal ist, wo du da noch keine Erfahrung mit hast. Und auch hier würde ich dir raten, einfach gut zu beobachten, wie so das Seminar und die ganze Atmosphäre auf dich wirkt. Also fühlst du dich wohl und geht der Lehrer oder die Lehrerin auf deine Fragen ein? Hast du das Gefühl, verstanden zu werden und auch ernst genommen zu werden? Und hättest du auch Lust, dass du nochmal hingehst? Sagst du vielleicht, wow, cool, ich habe im ersten Grad so viel gelernt, das ist der mega Game Changer für mich. Und ja, das übe ich jetzt mal und dann gibt es dort aber wirklich so ein Angebot und dann kann ich mir vorstellen, da mache ich den ersten Grad vielleicht noch mal oder in ein paar Monaten den zweiten. Also weckt das Ganze sozusagen deine Begeisterung und bist du danach mega motiviert, dass du Reiki für dich anwendest. Das ist natürlich toll, wenn das auftaucht und deine Bedenken, die du vielleicht hast, die würde ich unbedingt ernst nehmen. Also wenn du sagst, ja, eigentlich war das schon ganz nett, aber irgendwie, also wenn ich Fragen hatte, dann wurden die nicht so wirklich beantwortet. Da habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl dabei. Ich weiß auch nicht, ja, aber da habe ich einfach nicht so die Antworten bekommen, die ich mir gewünscht hätte. Also solche Dinge, das würde ich an deiner Stelle unbedingt ernst nehmen und das einfach so für dich reflektieren am Ende. Ist es eine Erfahrung für dich, wo du sagst, ja, das ist toll, da fühle ich mich echt aufgehoben und da kann ich mir vorstellen, mehr Reiki zu machen oder einfach mich so auf meinem Weg begleiten zu lassen. Da mache ich irgendwie mal noch mal ein Coaching oder sowas. Oder hast du so ein Gefühl, so mittel- und durchwachsen? Naja, so. Einerseits, andererseits. Und wenn du ein Gefühl haben solltest, wie, also irgendwie fand ich das ganz komisch und ich wollte einfach nur raus und weg, dann solltest du auch das wirklich ernst nehmen, weil deine Intuition kann dir viel darüber sagen, was für dich persönlich gut ist und was du vielleicht lieber lässt. Und das heißt ja auch gar nicht unbedingt, dass jetzt jemand kein guter Lehrer oder keine gute Lehrerin ist, sondern Menschen sind halt einfach sehr individuell und sehr verschieden. Und was für den einen gut ist, das muss nicht unbedingt für den anderen auch gut sein. Und so, sag ich mal, gibt es auch bei Lehrer und Schüler zu jedem Topf irgendwo den passenden Deckel. Und die beiden müssen sich halt finden. Und ich denke, dass es da wirklich gut ist, wenn du da ein bisschen Zeit dir lässt und auch mal so das ein oder andere über deine möglichen Reiki-Lehrer und Lehrerinnen-Kandidaten einfach mal recherchierst und dir in Ruhe anschaust. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Inspirationen und Infos ein bisschen weiterhelfen, wenn du gerade auf der Suche bist und eine Reiki-Lehrerin oder einen Reiki-Lehrer suchst und gerne kannst du mir natürlich deine Fragen auch in die Kommentare schreiben oder Erfahrungen, die du gemacht hast und Fragen, die sich aus diesen Erfahrungen irgendwie ergeben. Vielleicht kann ich dazu dann auch noch mein eigenes Video machen, mal schauen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du ein Like da lässt, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und gerne abonniere auch den Kanal, denn hier gibt es viele nützliche Infos rund um Reiki und wenn du ein Reiki-Fan bist, dann möchtest du hier vielleicht nichts verpassen. Dann ist es gut, wenn du den Kanal abonniert hast und über alle Neuigkeiten immer sofort informiert wirst. Bis bald, mach's gut!